Schau Miraculous Ladybug im Disney Channel. Verstehe. Du bist also richtig verliebt. Von ganzem Herzen richtig verliebt. Sie ist der Wahnsinn. Ich könnte stundenlang von ihr erzählen. Aber das tue ich nicht, denn das würde meine geheime Identität gefährden. Es ist nicht wichtig, wer sie ist. Das einzig Wichtige ist, dass sie dich ebenso liebt. Und tut sie es? Ich denke schon, ja. Ich freue mich wirklich sehr für dich. Du bist auch verliebt? Und wie? Ich kann dir nichts erzählen, weil das meine geheime Identität gefährden würde, aber du kennst das Problem. Ist nicht wichtig, was du mir sagst, nur was du ihm sagst. Hast du ihm gesagt, was du fühlst? Zwischen uns ist alles so selbstverständlich. Wir müssen nichts sagen. Miraculous Ladybug! Ich freue mich sehr für dich, Milady. Ist das zu glauben? Ich habe eine Freundin, du hast einen Freund und wir können darüber reden. Wie zwei richtige Freunde. Das ist echt super. Gut gemacht. Bis dann. Das ist so unglaublich lächerlich. Ich meine, Cat Noir kann ich alles sagen, was mir durch den Kopf geht. Aber mit Adrien kann ich... siehst du? Das ist das Problem. Ich krieg keinen anständigen Satz raus. Kagami, sie hat alles getan, um Adrien und mich zusammenzubringen. Sie wird fragen, wie läuft's denn so, Marinette? Und ich stammle zurück. Adrien hat Gefühle für mich und er weiß, dass ich Gefühle für ihn habe. Dann sagt sie, gut, habt ihr beide euch schon geküsst? Daraufhin sage ich, nein, ich kann ja nicht mal mit ihm reden, weil ich erbärmlich bin. Und sie wird mich lächerlich finden, äußerst lächerlich. Ich kann nicht mit ihr reden, Aya. Ich tue es, wenn ich mit Adrien geredet habe. Ich rede doch nie mit Adrien. Weißt du, ich werde sie nie zurückrufen oder erst, wenn ich richtig, richtig alt bin. Aber dann erinnert sie sich nicht mehr an mich. Aya, ich bin so eine schlechte Freundin. Bin ich eine furchtbare Freundin? Ach, Süße, du bist doch schon kurz vorm Ziel. Adrien weiß, dass du ihn liebst und du weißt, dass er dich liebt. Das Einzige, was du noch tun musst, ist... Etwas weniger erbärmlich zu sein? Nein, keine Angst zu haben, die Hilfe deiner Freunde anzunehmen, anstatt vor ihnen davonzulaufen. Denkt dran, guckt euch in die Augen. In unserem Plan, ich meine unserer Story, stehen die Charaktere ganz nah beieinander. Ja, genau, das ist es. Und jetzt müsst ihr Händchen halten. Was dagegen? Warum auf der Welt sollte ich was dagegen haben? Tut mir leid, ich bin so ein Tollpatsch. Ich wurde für diese Rolle geboren. Komm schon, Kinder, wir brauchen Gefühl, wir brauchen Poesie. So ist gut. Ihr habt es fast. Fliegt einfach los. Tut mir leid, ich bin so ein Tollpatsch.